Miau, da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder bei SimCity. Ja, sehr strange. Naja, egal, ist aber uns alles so ein bisschen komisch. Ja, wir haben im letzten Fall das Projekt hier gestartet. Und ich würde einfach sagen, wir machen immer mal daran, uns das Ganze zu besorgen. Wir brauchen nämlich eigentlich nur, was heißt nur, wir brauchen halt Legierungen, unseren ganzen Müll. Braucht Energie im grünen Bereich, im Betrieb, braucht Rohöl. Am Arsch brauche ich Rohöl. Ich muss hier rumlügen. Also die Arkologie wird auch größer als ein Megaturm, glaube ich. Weil die sieht nämlich schon ziemlich krass aus. So vom Grundriss. Naja. Ja, was haben wir halt das schon? 12% als ein Glückwunsch. Megaturm, wir machen natürlich wie immer Minus. Oder nee, gar nicht. Warte mal, ich glaube, ich mache sogar mit den Dingern Plus. Nee, aber ich mache insgesamt 600 Plus. Toll. So. Minus Energie von den Nachbarn. Ah, schön für dich. Bist du schon? So, jetzt habe ich auch eine sanitäre Versorgung. Ich gehe mal wieder zur anderen Stadt, jetzt wird eben das Solarzelle noch nicht sehr erforscht, aber ich möchte auf jeden Fall jetzt mal die Regierung und sowas haben, weil das ist gerade irgendwie voll verlockend alles. Ja, irgendwie sehe ich gerade nicht, was da drüben abgeht. Ich sehe da nichts vom Großprojekt. Ja, das ist auch ziemlich klein eigentlich gerade noch. Das ist gerade eigentlich nur der Grundriss. Da musste, glaube ich, in die Direktionsansicht gehen, um da was zu sehen. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall schon nicht cool aus. Ja, ich hatte dabei das mein Gesundheitswesen ausbau. Und jetzt kommt die Polizei an die Reihe. Hä? Ach lol, warte mal. Baut jeder sein eigenes Ding? Ach, das ist doch scheiße, oder? Wieso? Ah, nee, okay, Alter, ich dachte gerade schon, ne? Ich dachte gerade, dass jeder Spieler, also dass du jetzt halt zum Beispiel auch einen internationalen Flughafen draufbauen könntest, denn echt nur für dich gilt, für deine Städte. Aber das musst du gerade einfach nur aktualisieren. Alter, ich hab grad von den Schock bekommen, ey. Ich dachte gerade schon, scheiße, ey. Das wäre ja voll behindert gewesen. Ja, genau, jetzt ist es auch hier. Alter, ey, ich dachte gerade schon, ey. Mich wundert es aber, dass ich nicht ein Einverständnis brauche, weil im Prinzip kann man das ja nicht mal rückgängig machen und somit könnte ich ja im Prinzip überall Sachen bauen, die ich möchte, nicht du. Naja. Wundert mich so ein bisschen. Aber gut, wir haben jetzt auf jeden Fall hier Akademie, herzlichen Glückwunsch. Müllhalde, herzlichen Glückwunsch. Tourismusstadt, herzlichen Glückwunsch. Was willst du denn bitte? Das möchte schon wirklich deine Arbeit leisten. Wenn sie es schaffen, jetzt mit ihrer noch weiter zu schreiben, können sie vielleicht ein kleines Geschenk, glauben sie, das mache ich. Ach genau, ich brauche ja die 400.000 jetzt. Die habe ich. Ich habe ein Müllproblem. Ich finde es cool, wie sie die Gebäude beim Upgrade immer verändern. Das haben die echt geil gemacht, finde ich. Dass es nicht immer so gleich stur ist, wie in anderen vielen Spielen. So, da baue ich jetzt mal zwei Verbrennungstürme hin. Noch ein paar Müllwegen. Was ist hier? Was ist hier? Mangel an Arbeitern. Guck mal, da ist die Arkologie schon genau richtig angelegt, finde ich. Oh, Handelsdepot muss mal schnell arbeiten, sonst haben wir ein Problem. So. Ah, guck mal, wir haben viele Tausende. Was willst du von mir? Müll war und etwas anderes, das Ablauch ausgewiesen ist. Bla 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 bla, okay. Bla 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 bla. Jetzt habe ich da zwei Verbrennungstürme. Mann, ich bin so dämlich. Och, das kann doch nicht sein. Und das Ding wieder abbrauchen. Weil nicht, weiß, wie sie 4000 hat. Der Feuerwehr aus. Feuer in der Stadt, ja schön. Ich hab doch genügend Feuerwehren. So, man jetzt weniger Plus. Was willst du? Große Probleme im Gesundheitssystem, ihr seht es gerade. Was spricht die Polizei?
vier Verbrecher frei im Fuß, eine Festnahme, ein Gefangener, zwei Verbrechen pro Tag. Und ich habe alle Streifenwagen, die ich bauen kann. Ich glaube, ich baue mal eben eine große Feuerwache, sonst haben wir hier langsam ein Problem. Oh, zu wenig Simoleons. Arkologie, ich soll ich auch schon die Arkologie bauen? Oh nein, dafür bin ich... Ja, wir haben doch schon eine, also das ist gleich zumindest. Also was heißt das gleich, ja, ist bald? Aber nicht bei mir, das ist nicht hier bei meiner neuen Stadt. Ach so, ja, aber das ist ja noch selbe Region, oder? Also klar, ist selbe Region, aber... Na egal. So, weißt du was, dann brauche ich jetzt hier noch eine Station hin wegen dem Wasser und jetzt setze ich jetzt mal dahin. So, jetzt haben wir nämlich mal eine fette Feuerwehr. Dann machen wir mal die Kleine weg, damit wir uns nicht noch mehr Kosten anreiern. Die Kleine würde ich lassen. Du brauchst nämlich gerne eine Große. Echt, warum? Denn die Große, da sind nämlich die Kniebrandfahrzeuge. Ach, damit die nicht für andere Brände verschwendet werden. Nee, du hast bei den Großen normale Lösch- und Chemielöschzüge. Ja. Chemielöschzüge brauchst du dann für das Industriegebiet. Ja. Aber da könnte ich auch eigentlich die Kleine abreißen. Im Gesundheitssystem. Na egal. Dann lass ich es einfach mal machen. Hier mal ein Schild hin. Eine schöne Fahne braucht doch jeder. Feuerwehr-Drohnen-Hangar. Alter, wie geil. Ja, dafür brauchst du Omega. Ja, und da so eine Drohne. Boah, ich kann mir das sogar bauen. Warte mal. Da, Roboterabteilung brauche ich. Geil. So, jetzt habe ich wieder mal genügend Geld ausgegeben für eine zweite kleine Klinik. Oh, jetzt brauche ich so ein scheiß Drohnenförderband. Ach nee, warte, ich brauche es in einer anderen Stadt. Hier. Jensen Park auf! Ja, schön für dich. Was willst du? 40.000 Einwohner. Ja, schön für dich. Wartezimmer, was voll? Ja, ich habe auch zwei Krankenhäuser. Ja, Pato, rück dich auf. März, Jahr 2 haben wir gerade. Ja, wer würde sich nicht darüber abten? Ich. Ausnahmen bestätigen die Regel. So, für 35.000 Feuerwehr-Drohnenhangar. Boah, wie geil ist das denn? Geil. So, um die Dichte jetzt mal ein bisschen zu erhöhen. Noch die Effizienz der Fern- und der Fernung. Alter! Alter! Alter, was war das? Was war das? Was war das? Da war ein Riesenknall. Da war gerade ein Riesenknall bei mir. Also in der Stadt jetzt nicht im echten Leben. Oh, ich glaube, das war gerade ein Chemiebrand hier. Verdammt. So, und bei mir geht's jetzt schon ans Straßenab. Jetzt erst brauche ich nur die allerbilligsten, notdürftigsten Straßen, dann langsam mal upgraden. Alter, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Weißt du, voll BAM. Boah, ich erst nur mal die Nebenstraßen aus und nicht die Hauptstraßen. Kaufdrohnen? What the fuck? Oh mein Gott, ist das geil. Ich erfahre einfach mal mehr über Drohnen. Willkommen in der spannenden Welt der Drohnenproduktion. Omega-Co-Drohnen werden mit Hilfe einziger Tage Omega-Co bringen sie auf die Omega-Fabrik. Ah.
Und bei mir wollen sich gerade meine Fabriken ausbauen. Okay. Alter, wie geil sind Drohnen denn? Die können für Leute einkaufen gehen, somit ist der Verkehr dann leichter. Aber dazu brauchen die Prozessoren, Alter, wie mache ich die denn jetzt schon mehr? Aber du weißt schon, dass Omega im Endeffekt dann alles komplett für sich übernehmen will. Ja, natürlich. So, das war klar, dass jetzt von den Einwohnern her wieder ein bisschen sinke, aber bedeutet auch, dass ich jetzt bald wieder mehr Einnahmen habe. Ich bin doch gerade auf Bildung spezialisiert, oder? Oder auf Rohöl? Mach ich mal weg, was bringt mir das überhaupt? Was bringt eigentlich die Spezialisierung hin? Weil das kostet mich immer was, aber das ist mir irgendwie nicht bewusst, was es macht. Keine Ahnung, du musst nachforschen. Ja, ich hab's jetzt mal weggemacht, weil das ist für mich irgendwie unnötig. Müllentsorgen ist das Größte. Wenn, liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, was Spezialisierungen bringen, schreibt's mal in die Kommentare. Ja, wäre eigentlich mal echt nett, ne? Was bringt Spezialisierungen? Ne, weil wir sind halt auch noch nicht so die SimCity Pros, auch wenn wir eigentlich ganz gute Städte hier gerade haben. So, wenn wir sonst eingemacht gehen, diese Teile, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wie ich jetzt Prozessoren mache oder wie ich jetzt genau TV-Geräte herstelle, ist mir auch noch nicht wirklich bewusst. Ach, hier Elektronik. Unterhaltungselektronik, Elektronikzentrale, Prozessorfabrik. Oh, kommen wir die ganzen Sachen schon mal näher. Das heißt, wir brauchen jetzt zuerst eine Prozessorfabrik. Dann können wir eine Elektronikzentrale bauen und dann eine Unterhaltungselektronikfabrik und dann können wir erst dadurch die TV-Geräte herstellen. Okay, die Frage mit den Prozessoren hat sich gerade erledigt. Alter, wir brauchen 5 Industriegebäude der oberen Technologiestufe. Ah, ich weiß, wie wir es hinbekommen. Wie? Ja, einfach Hochschule ins Industriegebiet bauen. Klingt zwar ein bisschen absurd, aber somit bekommt man die. Weil dann graden die sich nämlich zu Hightech ab. Du meinst die allgemeine Hochschule? Ja, und ich glaube auch die Universität wird, glaube ich, auch gehen, oder? Warte mal. Gymnasium, Universität. Technikstufe, umliegende Gebäude und Grundstückspreise für obere IKS. Ja, genau, Gymnasium, nicht Gymnasium. Universität geht da und allgemeine Hochschule. Ich mache da mal Hochschulen in die Industriegebiete. Einfach wegen der. Ja, dann würde ich direkt die Uni hinsetzen. Ja, gut, ich habe jetzt halt schon. Wobei, nämlich, ich habe ja auch noch nicht, aber ich mache nur 8000, das ist gerade ein bisschen scheiße eigentlich. Aber jetzt sollte es eigentlich bald wieder mehr geben, weil ich, genau, Spezialisierung mache ich nämlich jetzt nicht mehr. 1609 von 1609 Mülleimer pro Tag geleert. Die Mülleimer putze ich mal kurz mit links, weil ich so viele Müllwiegen habe, die leeren alles. Die entfernen jeden Müll. Ey, warte, wir haben doch Legierungen. Ich habe schon ein paar Legierungen, 10 Stück, herzlichen Glückwunsch. Und wir brauchen, ach, nur 1000 Tonnen. Ich mache aber mal, dass die hier jetzt schicken können. Genau, jetzt ist nämlich... So, ich folge jetzt einfach mal kurz einem Fahrzeug, auf... langsam, damit das wir sehen, wie unser Verkehrssystem hier funktioniert. So, bitte schon was geschickt, würde mich mal interessieren. Okay, hier fahren gerade meine Legierungen rum. Aha, aha, ja, hier Highway to Hell. Wir sind zu Racer, wie soll denn zu Kumpfhausen? Ach so, ah ne, die müssen hier nur durchfahren. Dann durch durch Versorgungshausen. Und hier zum Großprojekt. Boah, wie geil, die müssen doch echt die ganze Straße lang fahren. Halt, wieder mal kurz ein bisschen Zeit beschleunigen, dass ich ja was verdiene. Scheiße, Alter, wie lange das braucht.
1000 Tonnen Legierung, also wäre ganz nett, wenn du da vielleicht auch noch irgendwann mal. Alter. Wie viel hat er jetzt gebracht? Alter! Wir brauchen, ich will mal sonst gerne sagen, viel Legierungen. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich nehme ja Zukunftshausen und den restlichen mal ein bisschen Zeug ab, damit wir das mal nicht mal in das Ding schicken können. Kann ich das abnehmen hier, ne? Ne, Lieferung, Ladenbesuche, Arbeiter. Schön, ja. So, erstmal so ziemlich die Hauptverkehrspunkte mal ausgebaut auf die höchsten Straßen, ein bisschen entlastet werden. Okay. Was braucht man denn für Legierungen? Was aus was wird denn Legierungen? Also für was? Also du weißt, was ich meine, oder? Wie macht man denn? Da schau ich mal kurz wieder eine andere Stadt. Also die eine Stadt, die wir jetzt gerade angefangen haben, die ist nicht vergessen. Die soll ja für uns Geld schöpfen. Alter, der hat gerade 10 Tonnen die Jungen hingebracht und es hat sich noch nichts geändert am Großprojekt. Das wird ein sehr, sehr langes Großprojekt werden. Ach du Scheiße. Das heißt, spar ich aber auch mal hier auf 400.000, damit ich mal die Raffinerie machen kann, damit wir mal die TV-Geräte machen können. Braucht Ressourcen. Ah, jetzt wird hier was gebaut, sauber. Und hier auch, okay. Ach, jetzt wahrscheinlich, jetzt weil erst der Tag anfängt oder so, keine Ahnung. Bei mir muss das Ganze noch komplett aktivieren. Okay. Weil bei mir steht überall noch 0000000. Jetzt habe ich eine Idee. Moment. Jetzt komm. Jetzt mal kurz ein bisschen Dritte annehmen. Einen lasse ich mir jetzt auf Reserve, falls ich ihn mal brauchen sollte. Ich lasse mich mal auf Reserve, falls ich mal ganz dämlich bin und alles hier ins Unglück mache. Nein, denn dann baue ich mir jetzt mal kurz ein Handelscenter. Können wir nicht Legierungen noch einkaufen? Möglich, das importieren wir bisschen davon Waren oder Frachten, Grüßrittel. Ach, das ist ja gar keine. Oh. Was brauche ich denn? Was brauchen wir alles? Warte, ich sag's dir jetzt mal, warte, ich muss hier noch eben zum Großbett zwischen. Wir brauchen Metall, Legierungen und TV-Geräte. Da muss ich deswegen nochmal kurz abwissen. Hast du vielleicht, du hast doch in Yamato Haus auch ein Recyclingzentrum, oder? Keine Ahnung, warte ich sie genau. Weil, ich muss kurz was machen. Wenn du nämlich eins hast, dann könntest du nämlich auch bei dir Legierungen, wobei da brauchst du glaube ich auch in Yamato außen einen Umschlagplatz. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen arg scheiße für dich. Aber 1000 Tonnen Legierungen, das ist ein krasses Projekt auf jeden Fall. Ich habe gerade versucht, Ressourcen einzukaufen, aber es funktioniert nicht. Okay, dann geht es vielleicht einmal nur mit ein paar Ressourcen. Ich kann Treibstoff, Kunststoff kaufen, ich kann Roherz und Rohöl holen, aber keine Prozessoren, keine Computer, keine TV. Wieso habe ich denn keine Genehmigung für Ölraffinerie? Hast du eine Unterhaltungselektronik oder Elektroabteilung? Ja, ich hab keine, weil ich nämlich dafür 5 Industriegebiete in der mittleren Stufe brauche. Das Problem ist, werden alle zu Omega. Wobei die hier nicht, ne? Dann mache ich jetzt einmal mal hier spaßeshalber noch eine Grundschule oder ich mache immer gleich die Universität mal hin. Boom! Boss!
Also ich kann nicht wirklich viel dazu beitragen. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Da braucht es halt eben einfach ein bisschen lang. Aber so, solange es halt immer ein bisschen läuft. Weil, Alter, 1000 Tonnen Legierungen. Ich habe gerade mal 10 Tonnen in, glaub, 2 Folgen du hast gehabt. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Ich müsste die Stadt eigentlich im Prinzip ausbauen zu noch mehr Einwohnern. Dass wir halt, ne, ein bisschen go-go. Mache ich jetzt auch einfach mal, ne? Dass die einfach noch mehr Legierungen benötigt und dass ich noch mehr Geld bekomme auch. Aktiviert Schwebebahnschienen, die nicht forscht sind. Ja. Wie sehen wir denn hier aus mit Wasser? Wie sehen wir denn aus mit Strom? Schön. Ach, da war das Mülldeponie, so ein Abladebereich, ey. Ach, freigeschaltet. Ganz ich heute ohne Strom. Mann, nehmen wir das Scheiß damit. Was willst du denn? Nein. Das will ich mir dann in der nächsten Folge. Wir müssen jetzt Schluss machen. Oh, warte, ich mache eben noch das zu Ende. Okay. Bürgermeister Villa, Petition zum Bau genehmigt. Das freut. Ja, ich würde sagen, das war's dann schon mal einfach von der Folge. Schau doch bei mir Mato vorbei und so weiter halt. Über Kommentare, positive Bemerkungen, Fragen, Anregungen, Wünsche in den Kommentaren freuen wir uns jederzeit. Ja. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge von SimCity. Tschüss. Tschüss.